Hallo ihr Lieben, mal wieder mit meinem Face, mit meinem Lieblingspulli und einer ganzen Seite von euren Fragen. Ja, also, wir beginnen. Soll ich eine Frage vergessen haben, schreibt es mir bitte unterhalb des Videos. Aber ich hoffe, ich habe mich mal gewagt, alle Kommentare durchzugehen von da, wo ich nur ganz klein war, bis jetzt. Und es sind mir einige Fragen, wie gesagt. Die liebe Nadina Klein fragt, was arbeitest du? Ich bin Lagerist im Obi. Noch. Akuma no Okami fragt mich, wie bist du zu YouTube gekommen? Gute Frage, gute Frage. Durch YouTube bin ich gekommen, eigentlich durch Kronk. Ich verfolge Kronk jetzt schon seit 7 oder 8 Jahren. Und ich habe mir eigentlich, da ich ja als Kind schon wahnsinnig gerne gezockt habe, und auch jetzt noch gerne zocke und das eigentlich auch eher hobbymäßig mache, habe ich mir gedacht, weißt du was? No risk, no fun. Mach mal YouTube. Der Waffelkuchen-TV hat mich mal gefragt, hostest du gegenseitig Akt 2? Falls es vielleicht noch nicht alle mitbekommen haben, ich spiele derzeit sehr wenig GTA. Und wenn dann nur, wenn ich mit Freunden zocke. Für mich alleine eher weniger. Und das Glitchen, Hosten oder wie auch immer mache ich nicht mehr. Ich habe damit aufgehört. Warum? Wieso? Muss jetzt hier nicht unbedingt beantwortet werden. Böser Wolf schreibt, bist du Österreicher? Das kann ich ganz dezent mit einem Nein beantworten. Ich bin deutscher Staatsbürger, auch wenn ich rein von meinem Genen her halber Pole, halber Ukrainer bin. Aber auf meinem Pass steht halt Deutsch. Vollstrecker 73 fragt, was hast du für eine KD? Jetzt derweil, glaube ich, sofern ich mich nicht irre, eine 1,92er KD. Alles selber erspielt und auch mein Level ist 544. Genau. Aber das müsstet ihr eh schon wissen, wenn ihr meine Videos, glaube ich, verfolgt. Der liebe Taxor schreibt, wollen wir mal zusammen zocken. Taxor, sollte ich dich nicht auf meiner FL haben? Wir können gerne zusammen zocken. Jeder eigentlich kann mit mir gerne zocken, sofern er freundlich ist. Ich suche eh noch ein paar Leute, mit denen ich... Warte mal, da könnte ich ja direkt mal nachgucken. Sehr professionell, der Eltich. Wieder mal perfekt. Nicht. Ja, egal, das schaue ich noch an. Für Borderlands. Wie gesagt, ich habe The Handsome Collection, da ist ja der erste und der zweite Teil. Ich habe mit dem ersten The Pre-Sequel angefangen und bin jetzt ungefähr, glaube ich, wieder auf dem Mond und habe gerade, glaube ich, den dritten Boss gelegt oder so, aber alleine ist es halt schon richtig heftig. Was kann ich noch sagen? Batman geht weiter, habt ihr ja gesehen. Habe ich gestern wieder 3 Parts aufgenommen, sind auch schon bearbeitet. Die laden gerade hoch. Drive Club wird kein Let's Play, das habe ich bloß so ein bisschen für mich geübt, zum wieder reinkommen. Das werde ich aber demnächst mit Lenkrad und allem euch mal zeigen, wie dermaßen schlecht ich eigentlich fahre. Ich habe wahrscheinlich noch diese Woche Zeit zum Zocken, weil ab nächste Woche arbeite ich wahrscheinlich schon. Das heißt, ab Freitag, Samstag nächste Woche wird dann gestreamt. Sollte ich schon arbeiten, sollte ich nächste Woche nicht arbeiten, wird Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag gestreamt. Okay? Das sind zumindest Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag. Ja, 4 Tage drin, die wir streamen können. Und warum ich gerade so komisch wackel, weil ich eigentlich aufs PC muss. Hat gerade hier mit dem Video nichts zu suchen, aber ja. Wie gesagt, das ist ein reines FAQ-Video. Falls viele mich fragen, ich bin 1,82,5 cm groß, wiege 84,2 Kilo. Wie ihr seht, dunkelhaarig, ist bloß blond nachgefärbt. Ihr könnt mir auch auf Instagram folgen. Link müsste irgendwo in meiner Infobox, glaube ich, verlinkt sein.
Da, so wie alle anderen Links, findet ihr auch unterhalb des Videos. Das werde ich nachher noch oder die nächsten Tage verlinken drunter. Und jo, ich hoffe, ihr hattet Spaß in dem kurzen FAQ-Video. Und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play oder was auch immer ich mache. Tschüss!